Hat Rezos Video die Zerstörung der CDU wirklich so krasse Ausmaße angenommen wie erwartet? Eine historische Wahlniederlage für die SPD und gemischte Gefühle bei der CDU. Ja, aber woran lag das denn jetzt genau? Die Europawahl war, wie nicht anders zu erwarten, nicht ganz so erfreulich für die alteingesessenen Parteien wie die CDU und die SPD. Laut den Hochrechnungen bleibt die Union mit 28,3% zwar stärkste Kraft, verliert aber im Vergleich zu 2014 deutlich. Und die SPD? Naja, davon brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Beide Parteien, sowohl die CDU als auch die SPD, haben jeweils weit über 1 Million Wähler an die Grünen verloren. Vor allem junge Wähler hätten bei den Grünen ihr Kreuzchen gemacht. Aber lag das jetzt wirklich an Rezos Video? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kernaussage seines Videos auf Umweltpolitik bezogen war? Das würde doch eigentlich den hohen Anstieg der Stimmen für die Grünen erklären. Denke zum Beispiel ich an die Umwelt und versuche mich für eine Partei zu entscheiden, die in meinen Augen das Beste für genau diese Umwelt will, dann fällt die Entscheidung ganz klar auf die Grünen. Allein schon der Name lässt dies suggerieren. Naja, ob das nun wirklich die richtige Entscheidung war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Tatsache ist, dass die großen Parteien starke Verluste erlitten haben. Und schaut man sich mal die Wahlergebnisse der Erstwähler an, merkt man, wie stark der Einfluss von Rezos Video auf die Erstwähler gewesen sein muss. Die Grünen haben einfach mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Union, das heißt die CDU und CSU zusammen. Aber, und jetzt kommt's, muss ich euch leider enttäuschen, denn Rezos Video war nicht der alleinige Auslöser dafür. Dieser Wandel zeichnete sich schon zu Beginn der Artikel 13 Debatte ab. Das ganze Thema rund um die Urheberrechtsreform brachte den Rubel erst ins Rollen und nicht zu vergessen die Arroganz und Ignoranz der CDU. Eine Partei, die sich immer nur auf ihre Stammwähler verlässt und nicht auf die Interessen der jungen Wähler eingeht, muss damit rechnen, dass genau diese sich gegen sie wenden. Und so eine Abneigung entsteht nicht einfach über Nacht oder durch eine Fehlentscheidung, wie zum Beispiel der Sache mit Axel Voss und Artikel 13. Nein, so leicht verärgert man die passive, sich für nichts interessierende Jugend von heute nicht. Diese Wut wurde doch regelrecht provoziert, angefangen mit Artikel 13, das Ignorieren und die Diffamierung von Fridays for Future, mit denen nicht nur Schulschwänzer sympathisierten. Die Sache mit dem Hambacher Forst, die völlig absurde Rentenpolitik, die völlig auf die aktuellen Rentner abgestimmt ist. Die Sache mit der Riester-Rente, die Zusammenarbeit mit Lobbyisten, großen Konzernen. Die immer größer werdende Scheide zwischen Reich und Arm. Naja, ihr merkt schon, die Palette ist endlos lang. All diese Aspekte haben eine Rolle dabei gespielt, solch ein verheerendes Ergebnis zu erzielen. Und das Traurigste an der ganzen Sache ist, dass wir als Influencer zwar das ganze Thema breitgetreten haben und wohl teilweise mit für solch ein Ergebnis gesorgt haben, jedoch auch wir dafür verantwortlich sind, dass eine Partei wie die AfD einfach mal über 10% der abgegebenen Stimmen bekommen hat. Man kann das Ganze sehen, wie man will. Die einen verzeichnen einen Riesenerfolg gegen die alteingesessenen Parteien und die anderen sind skeptisch, was all die neuen Parteien betrifft, die jetzt auch mit auf dem Boot sitzen. Sind diese Parteien der Verantwortung gewachsen, Entscheidungen zu treffen, die aber Millionen von Menschen betreffen könnten? Sind ihre Fachkenntnisse und Kompetenzen ausreichend? Fragen, die man jetzt noch nicht beantworten kann, aber eines kann man ganz sicher sagen. Wir haben an dieser Wahl gesehen, dass die Jugend doch nicht so dumm zu sein scheint, wie wir immer angenommen haben. Wir sind imstande dazu, Wahlergebnisse in unserem Interesse zu ändern. Jede Stimme zählt und jeder einzelne Mensch von euch kann was an der Gesamtsituation ändern. Und vielleicht war das ja nur der Anfang des Ganzen. Vielleicht erleben wir in 10 Jahren eine Situation, in der die beiden großen Parteien darum zittern müssen, die 5%-Hürde zu überwinden. Natürlich auf die Bundestagswahl bezogen. Wer weiß, wer weiß. Und das alles haben wir unter anderem einer Person zu verdanken, die kurz vor den Europawahlen nochmal einen sehr starken und deutschlandweiten Denkanstoß gegeben hat. Reza Jafari, auch bekannt unter dem Namen Rezo, einem ganz normalen YouTuber, Studenten aus Aachen und großem Fan von mir. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mazdak.